Weil du, o Herr, uns das schenkst, was die Band auch im Kyrie besungen hat. Weil du uns Erbarmen schenkst, was wir alle, die Welt, so dringend braucht. Erbarmen, Barmherzigkeit, Friedensbereitschaft. Dafür wollen wir dir danken und dich loben und preisen. Wir wollen uns erheben und gemeinsam Gott loben und preisen im Gloria-Lied. Gloria, Ehre sei Gott. Lasset uns beten. Wir feiern am Pfingstsonntag, Firmung, das Fest des Heiligen Geistes. Was kann dieser Heilige Geist? Ein von mir sehr verehrter Theologieprofessor, Pater Karl Rahner, über 4000 Bücher hat er geschrieben, hat einen Text verfasst, was etwa dieser Geist Gottes auch in uns bewirken kann. Öffnen wir die Ohren des Herzens, damit wir verstehen, durch Christus, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Ich glaube, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann. Ich glaube, dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann. Ich glaube, dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann. Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann. Ich glaube, dass er mir die Kraft in meinem Leiden geben kann. Ich glaube, dass er mir Mitmenschen an die Seite geben kann. Ich glaube, dass er mein Wesen durchdringen kann. Das waren die Worte der Lesung. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Firmlinge, liebe Patinnen, Paten, liebe Eltern, ich weiß nicht, welche Geschenke es zur Firmung genau gibt. Vielleicht kriegt jemand ein neues Handy. Bei diesen Handys und in vielen anderen technischen Einrichtungen gibt es etwas, was fast nicht mehr wegzudenken ist, das GPS. Das ist schon was Praktisches. Beim Autofahren, wo auch immer oder wo man immer auch unterwegs ist, dass man den richtigen Weg findet. Dieses Global Positioning System, dass die Satelliten kreisen über uns und sagen mit den Pulsen, da geht der Weg. Ich glaube, manche haben das heute eingeschaltet, damit sie auch den Weg in die Kirche hergefunden haben. Also ein GPS wäre schon was super auch, denke ich, nicht nur auf der Straße, sondern auch für unser Leben. Ein GPS fürs Leben. Wenn die wichtigen Kreuzungen kommen, D-Schule oder D-Schule? Die Antwort beim Test bei der Schulerwart oder soll ich das angreizen? Den Freund, die Freundin, den Beruf oder jenen Beruf? Wir wissen, es gibt viele solcher Entscheidungsfragen. Also ein GPS fürs Leben, das wäre schon was Klasses, denke ich mir. Ja, und heute, liebe jungen Freunde, gibt es ein GPS der Kirche. Nämlich GPS, übersetzt mit God's Powerful Spirit, Gottes mächtiger Geist oder ein göttliches, pfingstliches Sonderangebot steht für GPS. Ein göttliches, pfingstliches Sonderangebot, GPS, God's Powerful Spirit. Wir wissen natürlich, so ein GPS der Kirche, das taugt den Jungen nicht immer, so den Erwachsenen nicht. Die Software ist manchmal kompliziert in der Kirche und veraltet. Aber trotz 2000 Jahre alt, es gibt immer wieder Updates, aber trotzdem ist da noch vieles drin, das auch in unserem Jahrtausend interessant ist. Wenn es da heißt, für die Vorrangstraße deines Lebens, die Wahrheit ist eine Vorrangstraße. Der Einsatz für den Frieden, für Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Solidarität und die wichtigste Autobahn deines Lebens, die Liebe. Die Liebe ist das Größte im Leben, so in der Software der Bibel. Also wir merken schon, das ist nicht nur langweilig, Fahrt, gibt mir nichts, da ist auch etwas für uns drinnen. Nun, der Satellit kann kreisen und kreisen und kreisen. Wenn du deinen Apparat nicht einschaltest, hilft es gar nichts. Und so ist es auch im Christsein. Der Heilige Geist kann kreisen und kreisen und kreisen und dein Herz geht heute auf Empfang. Ihr habt es in der Vorbereitung und jetzt ganz besonders euer Herz, euren Receiver eingeschaltet auf Empfang. Ihr möchtet diese Signale des himmlischen Geistes spüren in euch. Das ist was Besonderes. Das ist wunderbar und ich glaube und ich wünsche euch auch, dass euer Leben dann gelingen wird. Es gibt natürlich viele andere so gute Ratgeber, eure Firmenpatinnen und Paten, die ihr ausgewählt habt. Ihr seid es auch. Und bleibt es auch,
kostbare GPS-Wegbegleiter und Impulsgeber, Ratgeber für eure jungen Leute, die Eltern, die Geschwister. Es gibt viele solcher. Und heute verdichtet sich das im geheimnisvollen GPS, göttlichen, pfingstlichen Sonderangebot. Es gibt so einen Spruch, oder liert was vom Qualtinger, der würde mit der Maschine, ich weiß nicht wohin, aber dafür bin ich umso schneller dort. Ich weiß nicht wohin, aber dafür bin ich umso schneller dort. So soll es ja letztlich nicht sein. Und das wünsche ich euch, liebe Firmlinge, heute ganz, ganz besonders, dass ihr da und dort im Leben spürt, da bekommt ihr heute was in euer Herz geschenkt und ihr werdet es sehen, ihr braucht es nur darauf vertrauen, dass ihr diese himmlische Energie, God's powerful spirit, spürt. In diesem Sinn wollen wir jetzt dann die Gebete zur Vorbereitung auf die Firmung sprechen. Ja, und dann geht's los. So, liebe jungen Freunde, damals bei der Taufe, da waren es noch kleine Putzis. Die meisten heute zumindest sind als Kleinkinder getauft worden. Da konntet ihr das Taufbekenntnis, das Glaubensbekenntnis selber noch nicht so sprechen. Zumindest hat man nicht alles verstanden, was ich gesagt habe. Aber heute seid ihr junge Erwachsene und ihr seid jetzt eingeladen, zunächst den Bösen zu widersagen und den Glauben zu bekennen. Und weil das was Besonderes ist, lade ich ein, aufzustehen. Und ich frage euch, liebe Firmlinge, eure Patinnen, Paten und die Eltern und alle, die da sind, widersagt ihr den dunklen Kräften auf dieser Welt, den Bösen, Hass, Krieg? Widersagt ihr diesen Kräften mit all seinen verschiedenen dunklen Ausformungen? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott? Er ist ein großes Geheimnis in unserem Leben, wie die Liebe. Glaubt ihr an Gott? Er ist der Anfang und das Ziel unseres Lebens. Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus? Er ist Mensch geworden, wie ihr da seid. Mensch, konkret. Er hat den Menschen erzählt vom Liebe, Frieden. Die Leute haben gesagt, hör mal auf mit dem Glauben, hör mal auf mit der Kirche, interessiert uns alles nichts. Und sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Doch zum Zeichen dafür, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass das Leben stärker ist als der Tod, ist er vom Toten auferstanden. Glaubt ihr das? Ich glaube. Und glaubt ihr auch an den Heiligen Geist? Er ist eine geheimnisvolle Kraft. Er zieht heute ein in euer Herz. Glaubt ihr an diesen Geist? Er ermutigt euch zu einem Leben in Glück. Es soll euch gut gehen. Euer Leben soll ein glückliches sein. Es ist aber auch der Geist, der euch Kraft gibt, wenn die Tränen kommen im Leben, Enttäuschungen, Frust, Einsamkeit, dann möchte euch dieser Geist stärken. Glaubt ihr an diesen Geist, der auch uns zu etwas ermutigt, was der beste Computer auf der Welt nicht erklären kann? Nämlich, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Glaubt ihr das? Nach diesem Glaubensbekenntnis wollen wir jetzt um die 7 Gaben des Geistes bitten. Du geheimnisvoller Gott, in diesem besonderen Augenblick bitten wir um den Heiligen Geist mit seinen Gaben für unsere Firmlinge und für uns alle. Wir bitten um die Gabe der Erkenntnis, um zu erkennen, worauf es ankommt im Leben. Um die Gabe der Weisheit, um ein weises Herz, das demütig und offen bleibt. Um die Gabe der Einsicht in die Geheimnisse der Welt und des Lebens. Um die Gabe des Rates, um sich beraten zu lassen und anderen Rat zu geben. Um die Gabe der Stärke, des Mutes zur Gestaltung deines Lebens. Um die Gabe der Frömmigkeit, der inneren spirituellen Kraft und Energie, um die Gabe der Gottesfurcht, des Gottesvertrauens
in allen Phasen meines Lebens, so bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wo sind wir jetzt eingeladen? Heranzutreten, einzeln das Sakrament der Firmung zu empfangen, jeweils Firmling mit. Eva, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Katrin, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Marie, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Victoria, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Von seiner Hand. Denn
Change.
see trees that are green, red roses too. I watch the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Kreuzes seid ihr gefilmt worden. Wir haben vom GPS gesprochen, an den Kreuzungen eures Lebens. Möge euch dieses Kreuzerl auf die Stirne heute Wegbegleiter sein und himmlisches GPS. Jetzt wollen wir die Fürbitten sprechen. Wir beten für alle, die leiden an Krieg, Angst und Krankheit. Gib ihnen Menschen, die für sie da sind und sie lieben. Wir beten für unsere Pfarre und die ganze Kirche. Durchströme sie mit deinem Geist, dass sie einladend ist für alle. Wir beten für die Jugendlichen, die keine guten Aussichten für ihre Zukunft sehen. Schenke ihnen Hoffnung und stärke ihr Vertrauen. Wir beten für unsere Neugefirmten. Erfülle uns mit der Sehnsucht nach dir. Mache uns mutig und segne uns, damit unser christliches Leben gelingen kann. Wir beten für unsere Eltern, Partner und Familien, dass sie die Freude und Begeisterung des heutigen Tages mit uns teilen und feiern. Wir beten für alle, die an dich glauben. Öffne die Herzen für das Wirken des Heiligen Geistes, der bewegt und antreibt, Gutes zu tun. Wir beten für die ganze Welt, dass sie den Geist des Friedens sucht, den Geist zum Aufatmen und Kraft schöpfen, mittendrin im Leben. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot der Erde, die Frucht der Erde. Wandle Brot und Wein, dass sie zu Gaben des Himmels werden. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Gott, wir danken dir heute für liebe Menschen an unserer Seite, für unsere Patinnen, Paten, für die Eltern, Geschwister. Aber wir danken auch für unser eigenes Leben, dass wir da sein dürfen. Ist keine Selbstverständlichkeit. Wir danken dir für das Leben, für die Freundschaft und die Liebe und preisen dich mit unserem Heiliglied. Heilig bist du, Herr der Schöpfung. Den Geist haben wir empfangen, dieser Geist wird jetzt herabgerufen, um uns zu verändern, um Brot und Wein zu verwandeln. Sende deinen Geist über Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Leben heißt auch immer wieder loslassen müssen, sich verändern, sich verwandeln. Abschied nehmen. Daran werden wir erinnert, jetzt. Als Jesus spürte, dass sein Leben zu Ende ging, nahm er beim Mahl mit seinen Freunden das Brot, sagte Dank, reichte es seinen Freunden und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib für euch hingegeben. Er nahm den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Wein seinen Freunden und sprach, nehmet und trinket daraus. Das ist der Kelch der Liebe, der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut für euch und für alle vergossen, zur Versöhnung und zum Frieden. Und feiert das immer wieder, damit ihr meine Liebe nie vergesst. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. So feiern wir heute ein Fest der Gemeinschaft. In diesem Geist sind wir versammelt. Feiern kann man nicht allein, nur in der Familie, im Freundeskreis, in Gemeinschaft der Kirche, so beten wir für unseren Papst Franziskus, Bischof Wilhelm und für uns alle, besonders für euch Neugefirmte, dass der Heilige Geist uns immer Kraft gibt, unser Leben zu gestalten, im Vertrauen zueinander und im Vertrauen in die Kraft des Himmels. Wir vertrauen auch an diesen Geist Gottes, dass er etwas kann, was wir nicht erklären können.
dass Tod zum Leben wird. Und so bitten wir für die Verstorbenen, Vater und Opa Alois Glatz Fritschberg, Eltern Franz und Maria Heindl unter Dombach, Albert Jeitler Mitterberg, Robert Uitz sowie Bernhard Rieber, Maria Lewing. Nimm sie und alle unsere verstorbenen Angehörigen auf. Wandle sie, verwandle sie aus dem Sterben in das Leben. In der Fürsprache eurer Namenspatrone und der himmlischen Mutter Maria preisen wir unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Okay, die Band wird uns begleiten bei dem Gebet, das uns begleitet das ganze Leben. Bei der Taufe wird es Vater unser gebetet, Erstkommunion, Firmung, vielleicht immer zwischendurch auch bei einer schweren Schularbeit oder wenn man ganz verliebt ist, ist nicht verboten, auch immer wieder zu Hause was zu beten, wo auch immer, beim Warten, auf der Bushaltestelle. Aber jetzt wollen wir es gemeinsam singen. Wir können so echt brav auch so singen, beten, aber wenn man halt reinschaut in der Disco, da gehen die Hände in die Höhe und gib ihn. Also jetzt sagen wir einmal, dass wir junge Leute sind. Und beim Vater Unser, wir stellen einmal alle auf und alle sind eingeladen, auch mitzuzeigen. Die natürlich auch die jung gebliebenen Paten, Patinnen, Eltern und Großeltern, alle dürfen wir heute mitzeigen und schauen, dass wir eine lebendige Geisteskirche sind. Und wollen wir beten beim Vater Unser für diese jungen Menschen ganz besonders, aber für alle. Machen geht's gerade super, cool, lässig, voll drauf. Mache einen vollen Auswider, Frust, wie auch immer. Vater unser. Vater Amen.
Also der liebe Gott wird nicht mehr sagen, ja, yeah, das war super. Wir wünschen euch jetzt den Frieden. Ihr dürft dann mit einem freundlichen Firmlingsgesicht einander den Frieden weitersagen. Der Friede Gottes, er sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes? Wo ist Lamm Gottes? Jojo, herbei, herbei. Seid ihr schon gefirmt? Gut, dann. Fangst du an. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns dein Frieden. Wir schauen hin auf das geteilte Brot. Zeichen, der Himmel teilt mit euch, mit uns das Brot. Brot des Lebens, Brot der Freundschaft, Brot der Tränen, Brot der Ewigkeit. Gott kommt in dein Herz, er schenkt dir seine Liebe, er nimmt hinweg alle Angst, alle Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Gott, in der Firmung habe ich Ja zu dir gesagt. Ja, ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Ich will so leben, dass andere etwas von deiner Liebe spüren, bewirken kann. Damit ich mit meinen Füßen dorthin gehe, wo Menschen mich brauchen, damit ich mit meinem Mund von deiner frohen Botschaft erzähle, damit ich mit Fantasie und Freude handeln kann, damit ich von Herzen lieben kann. Amen. Sehr geehrter Firmspender, lieber Joe, verehrte feiernde Gemeinde in der Kirche und vor den Bildschirmen zu Hause, liebe Eltern, liebe Paten. Am Ende steht immer ein großes Danke. Am Ende wird immer Danke gesagt. An dieser Stelle möchte ich jetzt ganz besonders danken unserer Pastoralreferentin Andrea Schalk, die die gesamte Firmvorbereitung koordiniert, zusammengestellt, begleitet hat und auch diese Firmfeier heute wirklich wunderbar vorbereitet und organisiert hat. Sie kann leider heute nicht hier sein und mit euch feiern, aber ich glaube, wir senden ihr einen großen Applaus als Danke nach Hause. Andrea, der ist für dich. Danken möchte ich in der Vorbereitung auch heute besonders den 24 Firmenbegleiter und Begleiterinnen für die Leitung von 18 Firmengruppen in unserer Pfarre. Ihr habt sie bis hierher begleitet, betreut, eure Zeit geopfert. Vielen Dank dafür. Zum Gelingen dieser Feier heute haben auch sehr viele beigetragen. Resi Winkler und ihr Team für den schönen Blumenschmuck, das Videoteam unserer Pfarre, das die Feier live übertragen und dokumentiert, wie auch dem gesamten Fotografenteam, der Tontechnik, dem Alex Lechner und seinem Team, beim Mesner und den Ministranten und für die großartige musikalische Gestaltung danken wir Crossing Voices XXL. Liebe neugefirmte Mädchen und Burschen, liebe junge Erwachsene, muss ich schon sagen. Wir freuen uns, dass ihr heute das Sakrament der heiligen Firmung empfangen habt und dass ihr auch diese Feier wunderbar heute mitgestaltet habt. Wir wünschen euch, dass ihr Sehnsucht verspürt nach Gottes Liebe, Kraft und Stärke und vor allem Sehnsucht verspürt nach diesem himmlischen Segen. Der Heilige Geist möge in euch positive Gedanken wecken, die in eurem Leben Freude, Kreativität
Hoffnung und Sinn verleihen. Lieber Firmspender, bei dir werden sich nun die Firmlinge persönlich bedanken. Sehr geehrter Herr Firmspender, im Namen aller Neugefirmten möchten wir uns bei Ihnen für die Spendung der Heiligen Firmung mit zwei kleinen Geschenken bedanken. Im Rahmen der Firmvorbereitung ist ein Storybook entstanden. Jede Firmgruppe hat einige Seiten individuell gestaltet. Am Ende ist es ein richtiges Spiritbook geworden, das von Erlebnissen, Gruppenstunden und besonderen Begegnungen berichtet. Wir sind heute mit dem Heiligen Geist gestärkt worden. Dieses steirische Kraftpaket soll nun zu Ihrer Stärkung beitragen. Alles Gute für Sie. Für die Gaben, die geistige Nahrung und auch für den Körper, wo es dabei ist. Also sollte jemand keinen Platz im Gasthaus irgendwo erwischen oder bei der Grillparty, kommst zu mir, ich glaube, das ist gleich für zwei, drei Leute. Ja, vielen Dank. Ja, ich schließe mich auch den Dank an allen, euch allen, die Elisabeth hat schon alles gesagt, dir Elisabeth auch, vielen Dank, dass du eingesprungen bist für unsere liebe Andrea, die aufgrund eines Todesfalles in der Familie eben nicht dabei sein kann. Ja, es geht langsam ins Finale. Euch wünsche ich einen wunderbaren, schönen Firmtag heute mit eurer lieben Familie. Genießt es, damit sie auch in Zukunft dankbar an diesen schönen Festtag zurückdenken könnt. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns ab und zu wieder über den Weg laufen. Vielleicht sehen wir uns wieder hier oder sonst wo. Und für das Finale jetzt wird, glaube ich, ist schon großer Gott, wir loben dich, gell? Die Champions League Hymne der Kirche ist großer Gott, wir loben dich. Und während das Lied erklingt und wir das singen, werde ich auch eure Geschenke und Zeichen, die ihr so bekommen habt und die da hier sind und auch noch vielleicht irgendwo eingesteckt sind, in einen Taschensackel, wo auch immer, mitsegnen, damit diese Zeichen zum Segen für die jungen Leute werden. Wir stehen auf. Großer Gott, wir loben dich. Oh.
sei mit euch. Und so segne, behüte und beschütze euch, ganz besonders euch Neugefirmte. Es segne, begleite euch in eurem Leben, euch, eure Patinnen und Paten, Eltern, Geschwister, all eure Familien. Es segne euch alle, die hier in der Kirche mitfeiern und jene, die über Internet mit uns dabei waren. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Freude und Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Oh, a happy day. Dankeschön.